Heutige Temperaturen zwischen minus 15 und minus 43 Grad und teilweise extrem viel Schnee, kaum noch Wetter etwa in der Stadt Uri in Pennsylvania. Wir haben die Gehörer in den Schiff. Einmal durch Bad Hünhausen, ja, ein bisschen was aufnehmen. Vielleicht hat er in Löhne oder sowas gekippt. Aber das geht ja nicht, die Kieswerke haben nicht auf. Und alles vom Platz laden, das bringt ja auch nichts. Nein, das machen die auch nicht. Ey, so viel Material haben wir auch nicht mehr da vom Platz. Dann müssten wir eigentlich einen kompletten Samstag alle mal hinfahren. Wieder alles voll machen. Ja, das geht nicht, weil die Fahrer schon die Stunden haben. Und dann bringt es auch nichts, die Fahrer da so einen Waschtag machen zu lassen. Nee, mach ich auch nicht. Andreas hat so eine Dashcam, wo man ja, wo er aufnimmt, wenn er beispielsweise ein Unfall ist. Mhm. Und er sagt, er den Ton sofort auch rausnehmen. Ja. Weil A, es ist zu schlecht, der Ton, das sagte er. Ja. Und bringt sowieso nichts, wenn du Musik drüber machen willst. Erstaunlich leer um die Uhrzeit. Ja, sind da die Ferien. Ja, Mittag. Einmal, wo Thomas Löhne gefahren ist, ja, hat er meinen Bruder angerufen, weil er hier im Stau stand. Weil er Langeweile hatte. Weil er Langeweile hatte? Ja, weil er Langeweile hatte. Hat er meinen Bruder angerufen. Habe ich so mitbekommen, damit er angerufen hat. Hallo Thomas, habe ich gesagt, ne? Wo treibst du dich denn rum? Ja, ich stehe hier in Bad Oeynhausen und habe im Stau. Ja, guck mal auf die Uhr. Es ist halt die Zeit, wo Stau ist. Ja, kennt er nicht die Schleichwege? Nö. Der kennt nur nichts. Ansonsten nur immer Friedrichsdorf gefahren und wenn mal nichts Kloppenburg ist er gefahren. Mhm. Aber Löhne auch selten. Da ist er halt die Strecken nur gefahren, die normalen. Nichts mit Schleichwege. Ja, jetzt muss er 6-7 Mal am Tag aussteigen. Boah, mhm. Gottes Willen. Und dann halt die Treppen hoch. Schön. Ich hab schon mal gesehen, wie Thomas Treppe hochgeht. Der schafft nicht den Einschlag. Nein. In der Mitte Pause machen oder doch kurz vor der Mitte. Der hält kurz an. Erstmal gesehen habe, da habe ich gedacht, er wäre angekommen. Ah, das hatte ich mal angesehen, ja, dass er ja, kurz wieder Luft atmen und dann weitergehen. Und dann diese. Ja. Hi Leute. Heute mal von einer anderen Perspektive. Und zwar, es ist wieder das große Warten angesagt. Aber was will man machen? Wenn man Sattel fährt, ist das halt so. Am Hängerzug ist meistens Tour immer wieder nach Sieboösede. Das habt ihr wahrscheinlich schon auf meinem Kanal gesehen. Vom Platz viermal dahin. Hinfahren, kippen, weg.
Immer wieder dasselbe. Das ist perfekt, aber das Warten hier, das geht dann auf die Nerven. Naja. Dann bis später. Feierabend. Feierabend.